Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Vor kurzem habe ich euch diese Kopfhörer vorgestellt. Barracuda X, die besten Kopfhörer unter 100 Euro, meiner Meinung nach für VR. Auch gerade, weil man mit diesem Dongle das Ganze auch direkt an der Pico Neo 3 Link betreiben kann oder auch direkt an der Quest 2. Genial, wenig Latenz, nee, eigentlich keine Latenz, die ich spüren würde. Guter Sound, macht Spaß, das ist mein Headset, was ich jetzt benutze. Trotzdem möchte ich euch jetzt mal ein Headset vorstellen, was ein bisschen teurer ist. Für alle von euch, die vielleicht ein bisschen mehr investieren wollen und dafür auch ein besseres Mikro haben wollen. Denn das Mikro hier von der Barracuda X war so nicht so gut. Also nicht so gut, wie ich es vielleicht gerne hätte. Gerade für Headsets wie die Vario Aero, die kein eigenes Mikrofon haben. Ne? Bei der Quest 2 und bei der Pico Neo 3 Link ist das kein Problem. Die haben eigene Headsets, aber gerade für die Vario Aero, da hat man eben kein eigenes Headset, kein eigenes Mikro. Und da möchte man vielleicht einfach ein besseres Mikro haben. Deswegen in diesem Video checke ich für euch dieses Headset aus. Und zwar Corsair HS80. Das hat mich 120 Euro gekostet und ja, ich habe es selber gekauft, nichts gesponsert hier. Und das hier soll ein wesentlich besseres Mikrofon haben. Und ja, das werde ich mal in diesem Video testen. Also bleibt dran, schaut das ganze Video, denn genau damit geht's jetzt los. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sebastian Ang und wenn ihr euch für die virtuelle Realität interessiert, abonniert diesen Kanal und klickt auf das Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Das hier ist es, Corsair HS80 und kompatibel mit, laut Packung, PC, Mac, PlayStation 5 und ja, leider nicht so direkt mit Android-Phones, aber für SteamVR kann man es auch benutzen. HS80, RGB Wireless, RGB interessiert mich nicht, kann man auch ausschalten. Das passt. Auf der Rückseite gibt es auch noch ein paar interessante Spezifikationen, aber am interessantesten für euch der Preis 120 Euro bei Amazon.de. Link unten in der Beschreibung dieses Videos. So, wir packen das mal aus und hier ist es, das Corsair HS80. Allererster Eindruck beim Rausnehmen, oh, das ist aber auf jeden Fall schwerer als das Barracuda X, was ich hier vor kurzem getestet hatte. Das ist schon wirklich ja, ein ganz anderes Gefühl. Fühlt sich damit aber auch ein bisschen wertiger an. Ne? Das hat man ja häufig so, dass wenn sich Dinge schwerer anfühlen, sie sich auch wertiger anfühlen. Ja, was haben wir hier? Natürlich erstmal was zum Lesen. Da habe ich es auch gar nicht ausgepackt. Könnt ihr aber machen, denn da erfahrt ihr, wie ihr Dolby Atmos freischaltet bei Windows-Rechnern. Hier, das ist der Dongle. Ne, USB-A, das ist der Unterschied zum Barracuda X, was ich euch gezeigt hatte. Das heißt, das könnt ihr dann nicht direkt in die Quest reinstecken oder in die Pico Neo 3 Link, sondern in eurem PC. Und hier USB-C zum Aufladen. Und jetzt kommen wir zu den Kopfhörern selbst. Das sind sie, die Corsair HS80 und nochmal, ja, schwerer als die Barracuda X. Damit fühlen sie sich aber auch wertig an, sehr wertig. Verarbeitungsqualität scheint hier wirklich top zu sein. Kommen wir zu den Ohrmuscheln. Das ist ein Stoffmaterial, fühlt sich wirklich gut an. Bin ich gleich sehr darauf gespannt, wie es sich anfühlt, wenn ich es aufhabe. Das Ganze ist auch elastisch, da wird es keine Probleme geben. Und ja, schauen wir uns doch mal an, wie es aussieht mit dem Mikrofon. Das kann man hier so runterklappen, aber man kann es nicht entfernen, ganz wichtig. Das Ganze ist ja elastisch, bleibt aber nicht wirklich in der Position, in die man das Ganze drehen würde oder biegen würde. Ja, dann haben wir hier einmal den An- und Ausknopf. Dann haben wir hier die Lautstärkeregelung. Und dann haben wir hier unten nochmal USB-C zum Aufladen. Und das war es auch schon. Wie ihr gemerkt habt, auch keine Klinkenstecker dabei, also es ist wirklich komplett kabellos. Okay, das sind sie also, die Corsair HS80 Kopfhörer. Fühlen sich Premium an, definitiv. Fühlen sich schwerer an, da weiß ich noch nicht genau, ob das ein Vorteil ist, natürlich bei langen Sitzungen, aber das sieht schon sehr bequem aus. Was mir aber auch auffällt, ist eben, dass man das nicht so verlängern kann. Bei einigen Headsets könnte das zu Problemen führen. Müssen wir halt mal dann ausprobieren auf der Aero, auf der Quest 2 und auch auf der Pico Neo 3 Link. Aber jetzt zum ersten Mal setze ich ihn mir auf
und werde euch berichten, wie sich das Ganze anfühlt. Ja, es schmiegt sich auch schön an, so ja, okay. Gefällt mir auch gut, gefällt mir auch gut. Definitiv, ja, und ich muss auch sagen, so vom Look her, auch gut, auch jetzt nicht zu RGB. Es hat zwar RGB, aber es ist jetzt nicht bunt, also mir gefällt das. Mir gefällt's, wie die aussehen. Lass mich mal jetzt den direkten Vergleich machen. Die sind also wirklich leichter. Ja gut, also ich muss sagen, mir gefällt das Leichtere, muss ich sagen, im direkten Vergleich. Aber sie fühlen sich auch, also, richtig gut an. Und ich müsste sie auch wieder länger tragen einfach, ne? Ich müsste sie auch länger tragen. Fühlen sich auch, also, super gut an. Also, wenn man sie so trägt, das, also, auch richtig gut. Ja. Die Frage ist, wie sie sich anfühlen über den Headsets. Das ist die große Frage. Und auch ein großer Unterschied natürlich, die Dongle, wie ihr gerade gesehen habt, ne? Bei dem Barracuda X eben USB-C, so ein kleines Teil, was man auch bei der Quest 2 und bei der Pico Neo 3 Link einfach draufstecken kann und dann kann man das spielen. Hier wird das nicht gehen. Das ist eben ein USB-A-Dongle. Den steckt ihr in die PlayStation 5 oder 4 und in euren PC. Ne? Und dann könnt ihr eben für SteamVR-Spiele das Ganze streamen. Aber direkt auf der Quest, das wird hier nicht funktionieren. Das ist wichtig zu verstehen. Aber dafür bekommt ihr höchstwahrscheinlich dann eben das bessere Mikrofon. So, jetzt werde ich das Ganze aber mal aufsetzen. Und zwar über der Vario Aero Quest 2 und Pico Neo 3 Link. Und wir fangen an mit der Vario Aero. Super wichtig, denn die hat eben kein eingebautes Mikrofon und deswegen ist man da abhängig von dem Mikrofon, was einem hier das Headset bringt. So, sitzt gut und jetzt die große Frage, passt das? Okay, absolut kein Problem. Also wenn ihr euch Sorgen gemacht habt, dass die Corsair HS80 nicht über die Aero passen, weil man hier das nicht verlängern kann, das Headstrap, nein. Also jedenfalls bei meinem Kopf ist das perfekt, fühlt sich gut an, super bequem, passt perfekt, schließt genau richtig über die Ohren, also super. Das ist gut, denn das war echt so das Use Case für HS80, ne, wegen dem Mikrofon, worauf ich mich freue, das gleich zu testen. Also Vario Aero, Daumen nach oben. Und als nächstes Quest 2. Also da könnt ihr ohne Probleme auch das Barracuda X nehmen, denn das Mikrofon stört nicht, ihr könnt einfach das Mikrofon hier von der Quest benutzen. Aber trotzdem teste ich das mal aus, ob das gut passen würde, wenn ihr trotzdem hier zum Corsair greifen würdet. Warte mal kurz, ist das richtig rum? Nein. So. Pass-through, ja, das ist praktisch. Boah, auch super. Auch überhaupt kein Problem. Ja, schließt die Ohren schön zu. Da ist nichts im Weg. Also auch hier. Mit der Quest 2, super. Wenn ihr das Corsair haben wollt, fürs Mikrofon, das passt. Schön. Richtig schön. Mit der Quest 2, Corsair HS80, passt. Bleibt noch die Pico Neo 3 Link. Und das probieren wir jetzt auch mal aus. So, dann wollen wir mal schauen, dass alles passt. Hier haben wir jetzt auch Pass-Through. Wunderbar. Jawohl. Und auch hier kann ich es tief genug ziehen, dass ich da keine Probleme mit habe. Das geht auch. Also ich hatte ja bei dem Barracuda X auch das Gefühl, dass es irgendwie nicht gehen würde, dass es da ein Problem gibt. Aber dann im Endeffekt habe ich rausgefunden, nee, ist auch in Ordnung, wenn ich es einfach tief genug ziehe, ne, weil man eben hier das Ganze verlängern kann. Aber auch hier bei den Corsair HS80 kann man das tief genug ziehen, dass es über die Ohren passt. Ja? Und hier ist es ein bisschen drauf, ne? Aber
das war auch gerade bei der Quest 2 so, aber das spürt man nicht. Ja, es schließt trotzdem noch gut um die Ohren. Und hier würde ich auch sagen, das geht. Also definitiv kein No-Go. Insofern, ja, das ist also kein Problem. Mal hier abnehmen alles. Das ist also jedenfalls für diese Headsets, die ich jetzt getestet habe, kein Problem, dass man die Corsair HS80 hier nicht verlängern kann. Das geht jedenfalls mit meinem Kopf und ich habe einen recht großen Kopf. Wunderbar, dann als nächstes würde ich sagen, machen wir den Mikrofontest und wir testen das Ganze in VR und das machen wir jetzt. Und hier ist der Mikrofontest mit dem Corsair HS80 Mikrofon und ihr merkt schon, das Mikrofon ist richtig gut. Erstaunlich für ein kabelloses Headset so ein gutes Mikrofon zu haben. Das ist nämlich wirklich absolut nicht normal. Und für den Preis, also 120 Euro ist jetzt ja auch nicht so teuer, ist jetzt nicht High-End, ist das unglaublich gut. Definitiv im Vergleich mit dem Barracuda X gewinnt das aber ohne Probleme. Das heißt, gerade für euch Vario-Aero-Besitzer, die eben kein gutes Mikrofon am Headset haben, wie Quest 2 oder Pico Neo 3 Link, ist das dann schon mal echt nicht schlecht. Gerade wenn ihr eben mal im Multiplayer seid und ihr wollt, dass sie euch besser hören, also nämlich so, das ist mal richtig gut. Ja, wie sieht's aus mit den Plosives? Peter Pan pellt Pellkartoffeln, Peter Pan pellt Pellkartoffeln und auch wirklich absolut kein Problem. Wenn ihr muten wollt, dann klappt ihr das Mikrofon nach oben, so. Okay, habt ihr gemerkt, ne? Also einfach nach oben klappen und dann mutet ihr das Mikrofon. Super, also toll, tolles Teil. Mikrofon ist schon mal top. Und jetzt geht's zu den Spielen. Und hier sind wir wieder in 11 Table Tennis mit der Vario Aero und der Corsair HS80 Kopfhörer. Und was ich in diesem Spiel immer teste, ist die Latenz. Das heißt, wenn man hier Tischtennis spielt und den Ball zu spät hören würde beim Aufticken, das würde einen total aus der Immersion rausnehmen. Das ist das Problem von Bluetooth-Kopfhörern. Und ja, wollen wir mal schauen, wie es hier aussieht. Und es geht mal los. Oh, sofort mit dem Fehler. Na gut. Oh ja. Alles klar. Ja, ich kann euch sofort sagen, keine Probleme mit der Latenz. Das passt, das ist genau so, wie es sein sollte. Ja, diese Dongle-Sache ist absolut gut mit dem 2,4 GHz Funk. Ja, da hat man einfach super Audio ohne Latenz. Und ich benutze hier das Mikrofon jetzt von den Corsair HS80. Sollte sich gut anhören. Ich werde es mir nachher auch nochmal anhören natürlich. Aber das sollte passen. Ja, super. Latenz ist schon mal kein Problem. Und auch hier nochmal, es ist vom Komfort her super. Stört gar nicht, kein Problem. Mit der Vario Aero passt genau. Und ja, ist eine super Lösung. Ist auf jeden Fall eine super Lösung. Ich werde in diesem Video diesmal nicht die Quest 2 und die Pico Neo 3 Link benutzen für die anderen Spiele. Denn ja, der Dongle passt eben nicht in die Pico Neo 3 Link und in die Quest 2. Ist eher so für PCVR. Was nicht heißen soll, dass das Gerät jetzt nicht funktioniert für PCVR, ne? Für die Quest 2 und die Neo 3 Link. Ja, das heißt, wenn ihr wirklich nur DisplayPort benutzen wollt, klar, dann könnt ihr, wenn ihr nur PCVR spielt, dann könnt ihr natürlich auch dieses Headset benutzen. Aber ich denke mal, es ist schon interessanter jetzt für Vario Aero und allgemein PCVR. Ja gut, also Latenz schon mal kein Problem. Im nächsten Test werde ich mir mal das Audio genauer anhören. In Pistol Whip, oh yes. Und mal schauen, wie das so wird. Erstmal nochmal. Latenz, nein, immer noch nicht. Auch nicht in diesem Spiel. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal an mit The Grave. Oh, das geht schon gut los, ja? Das geht schon gut los. Oh ja, okay. Das ist fantastisch.
Ich kann gerade echt nicht verstehen, dass ich so lange mit den In-Ear-Kopfhörern der Barriere gespielt habe. Das hört sich so gut an. Fette Bässe und auch die Mids und Highs hören sich super an. Boah, Hammer. Ich muss echt sagen, für den Preis, ne, der Vario Aero, sollten die da nicht so billige In-Ear-Headphones reintun, sondern sowas. Das wäre richtig. Das wäre wirklich richtig. Ja, sowas dabei zu legen. Ne, kostet 120 Euro, aber die würden es bestimmt auch günstiger bekommen. Und gerade weil die Vario Aero halt kein Mikrofon hat. Also das wäre richtig. Aber dieses Headset passt echt wie Arsch auf Eimer zur Vario Aero. Hammer. Und ihr bekommt dieses Mikro dabei. Also das ist wirklich gut. Also gerade wegen dem Mikro für Vario Aero würde ich dann im Vergleich zu Barracuda X für die Vario Aero dieses Headset empfehlen. Was Sound anbelangt, super, aber da ist das Barracuda X auch richtig gut. Ja, schön, richtig gut, also absolut kann ich euch empfehlen. Und wie gesagt, ich habe viel zu lange mit dem In-Ear-Kopfhörer gespielt. Das war ein Fehler, wenn ich mir das anhöre. Komplett anderes Erlebnis. Raumklang. Wow. Lohnt sich. Kommen wir zum Fazit. Und hier haben wir sie, die nächste tolle Option für einen kabellosen Kopfhörer. Corsair HS80, 120 Euro bei Amazon, also ein bisschen teurer. Und ja, ich kann euch trotzdem sagen, das ist meine Empfehlung für alle, für euch, die etwas mehr ausgeben wollen, als zum Beispiel für das Barracuda X, ne, nehme ich hier 120 Euro. Toller Sound, Mikro viel besser, auch sehr bequem. Passt über die Vario Aero und Quest 2 und Pico Neo 3 Link. Und ja, absolut toll. Besonders eben wegen dem Mikro. Ich liebe Mikros. Einziger Nachteil für alle von euch, die Quest 2 benutzen und Pico Neo 3 Link, der Dongle. USB-A. Also kann man nicht direkt hier in die Quest oder Pico Neo 3 Link, die hier gerade liegt, nicht direkt rein in das Gerät selbst, sondern an PC, also nur für PC-VR-Streaming. Deswegen würde ich sagen, für Quest 2 und Pico Neo 3 Link, Barracuda X, ne, mit dem USB-C-Dongle, günstiger, super gut auch. Und ihr könnt sowieso das Mikro von den Standalone-Headsets benutzen. Ne, also ich würde sagen, das ist das perfekte Mikro für die Vario Aero zum Beispiel, die eben kein Mikro hat. Ne, und für vielleicht andere PC-VR-Headsets, HTC, die ein schlechtes Mikro haben. Toll, 120 Euro, auch noch in Ordnung. Fühlt sich bisschen wertiger an noch als das Barracuda X. Klar, ist eben auch nochmal 50 Euro teurer. Gefällt mir richtig gut. Große Empfehlung. Wenn ihr euch das Corsair HS80 kaufen wollt, der Link unten in der Beschreibung dieses Videos ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr über diesen Link bestellt, kostet euch das keinen Cent mehr. Aber ihr unterstützt diesen Kanal und das wäre natürlich super nett von euch. Ja. Toll, jetzt haben wir schon mal zwei richtig gute Headsets an. Also mir reicht es jetzt, ja, aber wenn ihr nochmal wollt, dass ich vielleicht so ein super teures Ding teste, sagt mir ruhig Bescheid. Ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat dieser Test gefallen und war hilfreich für euch. Wenn ja, würde ich mich natürlich über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diesen Kanal tatsächlich noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst, wenn ihr euch für die virtuelle Realität interessiert. Und jetzt möchte ich aber von euch wissen, was haltet ihr vom Corsair HS80, wenn ihr das schon habt? Oder welche Audiolösung ist die richtige für euch? Schreibt es mir mal unten in den Kommentarbereich und ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Ciao.